Liebe Essenerinnen und Essener, vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster haben wir einen Vergleich geschlossen mit der deutschen Umwelthilfe. Das heißt ganz konkret, damit sind die Dieselfahrverbote vom Tisch. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr gab es ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Gelsenkirchen, welches uns aufgab, Dieselfahrverbote in 18 Stadtteilen und auf der Autobahn A40 zu verhängen. Wir haben dagegen Berufung eingelegt und unsere Argumente erneut vorgetragen und noch weitere Maßnahmen vorgelegt, die wir ergreifen, damit die Luft in Essen nachhaltig verbessert werden kann. Damit haben wir überzeugt, sowohl das Gericht als auch die deutsche Umwelthilfe. Was tun wir ganz konkret? Wir richten die umweltsensitive Ampelsteuerung auf der Alfredstraße ein, eine Umweltspur in der Innenstadt, fördern und unterstützen den Radverkehr und bauen auch die Elektromobilität in unserer Stadt weiter aus.